Annemarie Wildeisens Kochen, die größte unabhängige Kochzeitschrift der Schweiz, präsentiert Kochen. Herzlich willkommen bei Kochen, zu einer neuen Ausgabe von «Ein Korb, zwei Generationen». Mutter und Tochter, Autodidakt und Profi, stellen Ihnen heute Ihre Rezepte zum Thema Gurken vor. Ich verpacke meine Gurken heute in einen Gratin, zusammen mit Hörnäpfel, Speck und Tomaten. Und das sind die wichtigsten Zutaten, die wir brauchen. Gurken, Tomaten, Eier, rohes Speck, geriebener Gruyère, Hörnäpfel, Rahm und Milch. Alle weiteren Zutaten findet man in jedem Haushalt. Als erstes tue ich die Hörnäpfel in ein bisschen Salzwasser oder auch im Dampf knapp weich kochen. Florina tut schon mal Tomaten in Viertel oder Sechsel schneiden und dann würzen mit Salz und Pfeffer. Und ich tue Gurken schälen und dann der Länge nach halbieren und entkernen. Für das Gericht verwende ich Nostrana-Gurken. Die sind im Geschmack ein bisschen kräftiger und auch fester im Fruchtfleisch. Aber selbstverständlich kann man auch ganz normale Salatgurken verwenden. Jetzt tue ich die Hälfte noch einmal halbieren und dann mit einer Specktranche oder zwei umwickeln. Am besten geeignet ist rohes Speck, weil er ein bisschen fester in der Konsistenz ist. Florina tut mir jetzt die noch warmen Hörnäpfel schälen und auf dem Boden von einer grossen Gratinform verteilen. Dazu tun ich sie Scheiben schneiden, ist das richtig? Das ist richtig. Und ich mache einen Guss, nämlich aus Rahm, Milch, Eier und Gruyère. Du das alles zusammen schön verrühren und anschliessend würzen mit Salz, Pfeffer und ein bisschen Muskat. Anschliessend würze ich die Hörnäpfel ebenfalls mit Salz und Pfeffer würzen. Dann verteile ich abwechselnd Tomaten und Gurkenstücke auf dem Gratin. Zuletzt geben wir den Guss über den Gratin. Von jetzt an erledige ich die Backofen-Küchenarbeit. Wir müssen nämlich den Gratin nur noch bei 200 Grad etwa 40 bis 45 Minuten überbacken. Und damit ist die Reihe an der Florina. Bei mir gibt es heute einen Gurkensalat mit Kohlrabi an einem Zitronen-Wasabi-Dressing. Und das sind die wichtigsten Zutaten. Schnittlauch, Kohlrabi, Lattich, Gurken, Sesam, Sesamöl und Wasabi. Alle weiteren Zutaten findet ihr in jedem Haushalt. Dann kann ich für mich Gurken zebraartig schälen und dann die Kerne rausnehmen und in feine Scheibchen schneiden, die Hälfte. Okay. Ich schäle den Kohlrabi. Schauen, dass man das bei so grösseren Exemplaren, wie ich sie ziehe, grosszügig macht, dass man keine holzigen Stellen im Salat hat. Der Kohlrabi wird jetzt in Sechstel geschnitten und die anschliessend fein geschiebelt. Das kann man sehr gut nachher auch mit dem Hobel machen. Da bringt man es nämlich besonders fein und dünn her. Roher Kohlrabi darf wirklich nicht zu dick sein. Ja, sonst ist er nicht gut zum Essen. Und so ein Hobel leistet gute Dienste in diesem Fall. So kann man nachher ja dann auch gerade Gurken draufschieben. Ist das richtig? Jawohl, die machen wir dann ein bisschen etwas dicker. Ganz am Schluss kann man Kohlrabi und die Gurken zusammen in eine Schüssel geben. Die Annemarie kann mir noch den Sesam anrösten und den Schnittlauch schneiden. Und ich mache in der Zwischenzeit Salatsauce aus Zitronensaft, Wasabi, ein bisschen Sonnenblumenöl und ein bisschen Sesamöl, Salz und wenig Zucker. Anstatt Wasabi könnte man hier auch Meerrettich nehmen? Ja, es ist einfach anders. Es ist ein bisschen anders. Es ist ja die gleiche Familie, kann man eigentlich sagen. Es gehört zu den Meerrettichgewächsen. Es ist vielleicht vom Geschmack her ganz leicht anders, aber so im Notfall würde ich sagen, könnte man das auch gelten. Und wenn man Sesamöl nicht mag? Das kann man selbstverständlich auch weglassen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ich strecke es ganz bewusst ein bisschen strecken mit Sonnenblumenöl, damit es nicht zu intensiv wird. Als letzte Vorbereitung schneide ich die Lattichblätter, die ich vorher gewaschen habe, in ganz feine Streifen schneiden. Und dann können wir dann schon bereits anrichten.
Den Salat habe ich angerührt, dass du gut etwa 10 Minuten durchziehen kann. Danach kann man ihn anrichten mit so einem schönen Büschchen vom Lattich. Den kann man auch direkt drunter mischen, wenn man Lust hat. Und dann ist das Ganze schon servierbereit. Bei mir gibt es auch nicht viel zu tun. Ich muss nur Gratinform auf den Tisch tragen. Aber wir würden uns freuen, wenn Sie auch die nächste Woche wieder mit dabei sind. Dann zum Thema Truthahn. Ein gutes Miteinander. Lust auf mehr? Sämtliche TV-Rezepte und vieles mehr finden Sie in der neuen Ausgabe von Annemarie Wildeisens Kochen. Und im Internet unter www.wildeisen.ch.